Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Claudia, du bist bei Claudias Cosmic Card News und wir haben hier wieder eine Kartenbesichtigungstour. So spannend, weil unschwer zu erkennen, es ist quasi das gleiche Deck, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Genau, und ich habe auch übrigens eine Playlist, wo du schauen kannst, kannst du dir meine ganzen Kartendecks anschauen. Die meisten habe ich quasi verfilmt und ich bin immer weiter dabei, sie zu vervollständigen. So, jetzt hatte ich neulich gedacht, okay, also dieses Monology auf Englisch, ne? Monology, Manifestation, Oracle Cards. Ich mag die Karten wirklich, wirklich gern. Ich finde die so, so schön. Ich benutze sie allerdings tatsächlich relativ selten und aus dem schlicht und ergreifend einzigen Grund, weil sie auf Englisch sind. Irgendwie sprechen die so auf diese Art nicht mit mir, ganz merkwürdig. Und dann hatte ich so aus einem Impuls heraus gedacht, okay, bestellst du dir jetzt das Deck auf Deutsch nochmal. Das ist tatsächlich recht kostengünstig. Ich habe es bei Bücher.de gekauft, selbst gekauft und hier unbezahlte Werbung. Für, ich glaube, 13,99 oder sowas. Also es ist auch recht günstig. Ich finde tatsächlich, ich habe mehr Bezug, wenn es natürlich meine eigene Sprache ist, ist logisch. Ist nicht bei allen Decks so, ne? Aber es ist bei dem Deck ist es tatsächlich so. Ich möchte dir aber trotzdem mal einen kleinen Vergleich zeigen, weil das finde ich nämlich ganz spannend. Also diese Box ist hier tatsächlich, die deutsche Box ist ein bisschen, das kann man, ja, hier kannst du es sehen. So, sie ist ein bisschen größer, sie ist ein bisschen höher. Ansonsten von den Ausmaßen her, von den Abmessungen ist es exakt gleich. Und ja, natürlich Inhalt auch, 48 Karten etc. pp. Du siehst, das Layout ist ein bisschen anders hier, aber grundsätzlich schon gut wieder zu erkennen. So, jetzt möchte ich doch mal hier von dem englischen Deck, das ist denn hier übrigens von innen so und von Deutschland so. Attune to the moon and manifest miracles. Verbinde dich mit der Kraft des Mondes und lass Wünsche wahr werden. Also du siehst, der Text ist der gleiche. Die Optik ist auch sehr ähnlich und ja, genau. Sie haben zumindest schon mal denselben Mond genommen. Das finde ich auch sehr schick. So, und von innen ist, so ist hier so mal ein bisschen unterschiedlich, aber egal, geschenkt, ne? Ist ja auch wurscht. Also auf jeden Fall, das lege ich jetzt mal hier beiseite. Und dann haben wir hier das englische Booklet und wir haben hier das deutsche Booklet. Halte ich dir auch eben mal ein bisschen nebeneinander hier. Und das deutsche Booklet ist auch ein bisschen dicker. Ein kleines bisschen dicker. Genau, so. Und von den Karten her siehst du, es ist kleine Farbnuancenunterschiede, ansonsten identisch. Und was ich auch sehr schön finde tatsächlich, das ist die Qualität der Karten selber ist auch gleich. Also hier habe ich das englische Deck First Quarter Monitoris. Die sind jetzt durcheinander, ich habe sie nicht mehr gesortiert. Aber die Haptik ist wirklich sehr schön, sehr angenehm. Es ist wirklich eine ganz angenehme Qualität. Sie sind matt. Sie lassen sich auch, wie ich finde, sehr gut mischen. Ich mag die Karten total gerne. Wie gesagt, auch optisch und so weiter. Aber spannenderweise, den haben wir hier, den Neumond in Widder. Ja, go for it. Das ist tatsächlich sogar die allererste Karte im Deck. Habe ich mir mal zufällig so hingemischt. Auch nicht schlecht, oder? Okay, das ist also das. Okay, dann haben wir brauche ich nämlich nicht mischen, weil die sind noch sortiert. Tada! Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Weiß auch keiner so genau. Okay, also jetzt hast du hier die beiden Karten direkt nebeneinander, aufeinander. Also hier ist quasi kein Unterschied zu finden. Go for it, nichts wie ran. Das ist natürlich einfach zu übersetzen, das ist ganz logisch. Aber wie gesagt, ich habe habe ich mehr Bezug zu den deutschen Karten als zu den englischen. Und deswegen dürfen die englischen wahrscheinlich auch demnächst ein neues Zuhause finden. Also falls irgendjemand Interesse dran hat, dieses Deck, wie du siehst, ist tippitoppi in Ordnung. Das ist quasi, ist es wirklich selten genutzt. Da ist nichts dran. Die sind im Prinzip wie aus dem Laden. Ich habe hier natürlich ein bisschen rumgeblättert in dem Büchlein, aber da ist auch nichts, ist auch alles tutti kompletti und richtig
toll in Schuss. Ja, und dann haben wir das Wünsche-Orakel, das Englische, das Deutsche, und dann hier sind natürlich ganz viele Sachen drin. Zunehmender Halbmond in den Fischen, wertschätze deine Gefühle. Wenn du dich aufgeweckt und lebhaft gibst, aber deine wahren Gefühle versteckst, ist das dann nicht nur Fassade und so weiter. Also hier ist relativ viel Text, und wir haben hier Manifestationsgemisch, Manifestationseinstellung, Einstimmung auf deine Manifestationskraft, bester Zeitpunkt für deine Magie-Manifestation. Das sind ja auch hier so einzelne Punkte. Ja, und da freue ich mich drüber, dass es das auf Deutsch gibt und dann auch noch recht günstig. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich nehme das einfach mal hier beiseite, das englische Deck. Und dann kannst du, würde ich hier noch mal ganz kurz, falls du das andere noch nicht gesehen hast, das Englische, zeige ich dir hier einfach noch mal ein paar Karten, vielleicht auch mit den Texten unten, dass du das wirklich siehst hier. Neumond im Stier, kenne deinen Wert. Neumond in den Zwillingen, durchdenke es. Neumond im Krebs, entspann dich. Neumond im Löwen, strahle. Neumond in der Jungfrau, vertraue drauf, alles wird gut. Neumond in der Waage, sei dir bewusst, du wirst geliebt. Oh, da habe ich eine. Moment, so. Neumond im Skorpion, dring tiefer ein. Auch sehr schön von den Farben her, finde ich. Neumond im Schützen, fokussiere dich auf das Positive. Neumond im Steinbock, tritt vor und führe. Neumond im Wassermann, öffne dich für Veränderung. Neumond in den Fischen, stimme dich ein auf das Göttliche. Zunehmender Halbmond im Widder, fasse Tritt in deiner Macht. Ich finde, die ist auch so kraftvoll, die Karte. Guck mal, ist richtig, wow. Zunehmender Halbmond im Stier, gib die Kontrolle auf. Zunehmender Halbmond in den Zwillingen, erwecke deine Welt. Zunehmender Halbmond im Krebs, überwinde alle Unsicherheit. Zunehmender Halbmond im Löwen, sei demütig. Zunehmender Halbmond in der Jungfrau, ordne die Situation ein. Zunehmender Halbmond in der Waage, halte dein Herz offen. Zunehmender Halbmond im Skorpion, befreie dich von Blockaden. Zunehmender Halbmond im Schützen, glaube an dein Glück. Zunehmender Halbmond im Steinbock, befreie deine Freundlichkeit. Zunehmender Halbmond im Wassermann, vertraue dem Universum. Zunehmender Halbmond in den Fischen, wertschätze deine Gefühle. Vollmond im Widder, mäßige deine Emotionen. Vollmond im Stier, entgifte dich. Vollmond in den Zwillingen, nimm den Fluss des Lebens an. Vollmond im Krebs, löse deine Ängste auf. Vollmond im Löwen, gerate außer dich. Vollmond in der Jungfrau, handle inspiriert. Vollmond in der Waage, finde dein Gleichgewicht. Vollmond im Skorpion, atme dich durch deine Anspannung. Vollmond im Schützen, betrachte das Gesamtbild. Vollmond im Steinbock, prüfe die Wirklichkeit. Vollmond im Wassermann, sei authentisch. Vollmond in den Fischen, vergib. Abnehmender Halbmond im Widder, durchlebe deine Gefühle. Abnehmender Halbmond im Stier, sei stolz auf dich. Abnehmender Halbmond in den Zwillingen, lehre deinen Geist. Abnehmender Halbmond im Krebs, gönne dir eine Pause. Abnehmender Halbmond im Löwen, mach dich locker. Abnehmender Halbmond in der Jungfrau, widme dich den Details. Abnehmender Halbmond in der Waage, nimm dir Zeit für Selbstliebe. Abnehmender Halbmond im Skorpion, enthülle, was sichtbar sein soll. Abnehmender Halbmond im Schützen, übe dich in Dankbarkeit. Abnehmender Halbmond im Steinbock, lass die Vergangenheit ruhen. Abnehmender Halbmond im Wassermann, denke über Prioritäten nach.
und abnehmender Halbmond in den Fischen, rede weniger, empfinde mehr. Ja, Lieben, das ist das deutsche Deck, die deutsche Version. Ich habe jetzt beim Durchblättern und Vorlesen nochmal ganz konkret gemerkt, also ich tendiere wirklich dahin. Und damit gehe ich total in Resonanz. Dieses Deck ist wunderbar und deswegen freue ich mich, dass ich mir das gekauft habe. Und ja, werde dann das hoffentlich auch jetzt öfters benutzen. Lege ich mal hier irgendwie so hin. Und genau, und dann schauen wir mal, was da für wundervolle Botschaften rauskommen. Auf jeden Fall danke ich dir ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und gerne auch den Kanal abonnieren. Und wie gesagt, falls du Interesse an dem englischen Deck hast, schreib mich ruhig an, können wir mal gucken. Aber ich werde es, glaube ich, demnächst auch sonst bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen. Genau, also, ja, ihr Lieben, das war es erstmal von meiner Seite hier heute jetzt an dieser Stelle. Bis ganz bald. Namaste.